Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Blackguards mit mir, dem Captain. Und das letzte Mal habe ich hier ja wunderbar die Frau da, das Kind befreit. Jetzt müssen wir nur noch mal zu dem Mütterchen gehen und mit dem Mütterchen reden, dass ihr Kind im Wald bleibt. Bitte. Will er nicht? Okay, will man nicht, alles klar. Okay, na gut, dann halt nicht. Dann ist halt die Frage, was machen wir denn sonst noch jetzt, ne? Waren wir eigentlich in Istina mal gewesen? Auch mal gewesen? Gab es da irgendwas? Hier gibt es den Wirt, hier gibt es diesen Rallmann. Seht ihr nicht, dass ich zu tun habe? Ich muss diese Kisten bewachen. So, musst du. Sechs zum Gruß. Ein Schmied. Ich glaube, hier war ich schon, ne? Hatte ich Sechs jetzt zum. eigentlich irgendwas, was ich verkaufen wollte? Den Langbogen, den. Oh, ich habe den Vulkanglasdolch gekriegt. Mit 1W6 minus 1 plus 0. Magischer Schaden. Astrale Regeneration 3. Okay. Jo, astrale Regeneration 3 Dolche. Das ist natürlich schon gut, astrale Regeneration 3. Haben wir sonst noch was hier? Rüstungen? Nur den Helm? Also dann muss ich noch mal genau gucken, wer könnte den denn jetzt noch einsetzen? Ich meine, klar, du kannst den natürlich einsetzen, aber dann hättest du keinen Stab mehr, ne? So, du hast Astrale Regeneration 1 und Charisma 1 Punkt. Okay. Und was ist mit dir? Du hast einen Dolch, ne? Mit dem schlägst du aber sowieso nicht zu, ne? Wäre natürlich ideal, dir den Dolch zu geben. Nur die Frage, ob die astrale Regeneration auch einsetzt, wenn du ihn nicht ausgestattet hast. Ne? Ich meine, der ist natürlich mit Initiative und mit Parade natürlich auch gut. Ne? Da muss man halt wechseln, wenn man holen muss. Oh, und dir fehlen Bolzen, ne? Dir fehlen Bolzen. Also zumindest besser als dieser komische normale Langdolch. Weil zum Schaden machen hast du den ja nicht, ne? Übrigens, könntest du dann bei Dolchen jetzt auch mal definitiv nur auf Verteidigung gehen. Dann müsste ich aber jetzt die Dolche auch mal einsetzen. So, jetzt hat er ein paar Parade von 13. Ja. Ja, genau, dann müsste sie ihn halt auch einsetzen. So bringt das halt nicht viel. Händlerin? Was wollte ich denn jetzt gerade? Sechs zum. Ja, dann kann ich auch den anderen Dolch verkaufen hier. So. Ach genau, Bolzen. Bolzen, genau, Bolzen wollte ich haben. Genau. Hast du Bolzen hier? Nee, hast du gar nicht. Du hast nur Schwerter. Ach, Noch du Bolzen. Ware einer. ansehen? Nee, hast du auch nicht. Warm. Wo gab es denn jetzt nochmal Bolzen? Also irgendwo gab es doch Bolzen. Oder gab es in Winne Bolzen? Wie So, kann ich. Malawa. Was können die. Achso, du willst uns was über Heilkunde Bis dann. erwähnen? Genau. Gab es hier Alles bei der aus. Händlerin Bolzen? Was hat. Hier gab es zumindest Jagdpfeile. Und da gab es Jagdbolzen, alles klar. Also, Jagdbolzen sind die normalen. 5 Stein wiegen sie. Komm, zack. Nehmen wir mal einen ganzen Schwung. Danke.
Dann. Ja, das sind auch Jagdbolzen. Genau, so. Zack. Dann bist du auch mal wieder ausgestattet. Und jetzt machen wir mal den Tausch hier. So, das Waffenset rein. Was hast du? Jagdpfeile. Kannst du auch Jagdpfeile weiternehmen? Und du hast auch Jagdpfeile. Gut. Sehnenscheiderpfeile. Magischer Schaden. Diebschaden. Stichschaden. Ja, gut. Okay. Alles klar. So. Dann haben wir zumindest das auch erledigt, ne? So. War jetzt in Lorfas noch irgendwas? Fessier. Rastula mit euch. Vielleicht. Oh. Gut, der will nix. Hier haben wir nur den Händler, den Schmied, gerettet. So, und hier finden wir einen Alchemisten Buntholz. Fasst euch kurz, das Zeug hier ist hochexplosiv. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Andauernd in diesem vertrockneten Kaff. Ich brauche Wasser. Viel Wasser. Ich habe beim Heiran den Brunnen, sagen wir, gemietet. Wenn ihr euch etwas verdienen wollt, sorgt dafür, dass niemand anderes Wasser entnimmt. Ich brauche viel. Ja, ja, ihr braucht viel Wasser. Ganz genau. Wenigstens seid ihr nicht schwer von Begriff. Okay, wir helfen wir euch. Wir kümmern uns um euer Wasser. Na endlich. Dann los, bewacht den Brunnen. Die Dorfbewohner sind nicht unbedingt erfreut über mein Geschäft. Also macht euch auf einiges gefasst. Okay. Menschen verschwinden. Sie verschwinden ohne jede Spur. Okay, sie verschwinden einfach ohne jede Spur. Die stehen da auch aufgereiht. Okay, gut. Also bewachen wir den Brunnen. Ihr helft diesen Verrückten doch nicht etwa. Er bezahlt uns dafür. Und was ist mit uns? Sollen wir verdursten? Wartet einfach, bis er fertig ist. Jetzt kommt mir nicht so, wir alle brauchen den Brunnen. Bunsenhold hat kein Recht dazu. Wollt ihr es drauf ankommen lassen? Bürger zustimmen, trete zurück, Brunnen verteidigen. Bleibt, wo ihr seid, oder ihr bekommt unsere Klingen zu spüren. Wie ihr meint. Kommt, Jungs, wir haben hier nichts mehr verloren. Ihr sucht Streit? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir passen nur auf den Brunnen auf. Der weise Mann hat ihn gemietet. Ist das so? Uns kann man auch mieten, wenn ihr versteht. Ha, Jungsbunde. Bestechen, angreifen. So, wie viel sind denn das jetzt? Komm, greif mal an. Ich weiß nicht, Daurin. Wir könnten auch erst einmal... Ha! Natürlich, wir hauen euch um. Guck mal, wir können gleich losschießen hier. Da hinten schießt er. Ein Schwert. Sieht aus wie ein Magier, ne? 24 und hast besonders viele EP. Und... Wo ist die Rayane? Ist das Rayane? Oh, das ist Rayane. Okay. Ja, komm. Feuer frei. Zack. 14. Du kannst die nicht erreichen. Aber vielleicht von hier. Dreifachschuss. Rayane ist weg. So einfach geht das. Ha, daneben.
So, jetzt gehst du dahin. Jetzt kannst du ihn auch treffen. 80%ige Chance und 18. Und der nächste magische ist weg. Sehr gut. Ah, da ist ein Zwerg direkt hier vorne hingekommen. Gut. Ist das meiner? Ja, das ist meiner. Und Zwerg gegen Zwerg. Ah, der liegt noch nicht. Wenn die da liegen. Irgendwer angeschlagen? Ja, der Zwerg ist angeschlagen. Jawohl. Ah, du darfst auch verteidigen. Alles klar. So, jetzt gucken wir mal. Kannst du den Bogenschützen weghauen da? Ne? Jawohl. 10. Perfekt. So, dann kannst du doch hier nochmal draufhauen, oder? Jawohl, Dreifachschuss. Bumm, 24. Oh nein, verdammt. Ein Punkt zu wenig. Ui. Der hat einen Rundumschlag gemacht. Okay. Der war schon stark, ne? Oh, daneben. Verdammt. Neun. Ihr trefft nicht. Na, dann musst du jetzt dran glauben, okay? 10. Ausgewichen. Oh. Das war übel, ne? Und du darfst dich heilen, genau. Ja, 20 Punkte. So, perfekt. Und Feuer frei. 8. Du hast ein Gift. Stufe 2, okay. 3 Runden lang Schaden, okay. Jawohl, der Zwerg ist weg. Damit haben wir einen weniger.
Hui. Gott. Ach, der hat gewechselt. Deswegen konnte er sich nicht verteidigen. Jawohl, und dann liegt er auch. Was verteidigen wir auf dem Brunnen hier gegen die armen, wehrlosen Dorfbevölkerung hier, ne? Und Feuer frei. Zack, 9. Ja, kannst ja gehen, stimmt. Was hat denn der 11? Alles klar. Das kriegen wir auch mit einem Schuss hin. Gut. Gut. Und er heilt sich wieder um 14. Gut. Na, dann hauen wir ihn nochmal um, den letzten Dorfbewohner. Zack, 11. Und das war's. Ach schön. Ich weiß, wann ein Kampf verloren ist. Ihr habt gewonnen. Ja, natürlich. Und wir kriegen 150 HP. Ein Magierstab. Eine Eisenklaue. Oh, schick. Und ein Zaubertrank und ein Lederhelm. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Vielen Dank. Beiseite. Sofort. Ich brauche das Wasser für eine Geburt. Nehmt euch Wasser. Genau, für eine Geburt darf man sich Wasser nehmen, ne? Weil jetzt mit der, was ist das hier? 1W6 plus 7 und wir haben hier jetzt eine... Oh, wir haben sogar zwei Eisenklauen hier, ne? Drei bis zehn Felder und 1W6 plus 8. Jo, geil. Ja, dann, zack. Nee, Moment. Also die gleiche Eisenklaue nehmen. Die andere Eisenklaue, mal aufheben. Und hier haben wir einen Magierstab. Klugheit, astrale Regeneration plus 2 und Feuerschadenresistenz 20%. Jetzt bin ich mal gespannt. So, du hast hier dann kriegst du jetzt diesen Magierstab noch, ne? So, das heißt, du hast jetzt eine astrale Regeneration von 4. Klugheit ist jetzt auf... Sonderfertigkeit. Ja. Muss ich die Klugheit noch einmal steigern hier, so. Ja. Und dann habe ich jetzt alles zusammen für Zauberroutine und für Distanzzauber.
Dann solltest du da auch weiter vorankommen. Gut. Mhm. Und was wolltest du hier eigentlich? Klugheit, Intuition. Klugheit, Intuition. Wäre eigentlich auch sinnvoll für dich, ne? Charisma noch einen mehr. Wie komme ich denn auf eine höhere Initiative? Dazu muss ich Gewandtheit, Mut, Klugheit, Intuition, okay. Intuition und Klugheit. Mhm. Im Prinzip braucht er Intuition, Klugheit und Charisma. Damit regeneriert sie nochmal schneller. Kraftkontrolle. Kosten des Zaubers verringern sich. Okay, dazu müsste man häufiger machen. Um einen Punkt, kosten aber mindestens einen Punkt. Die Regeneration hier wäre sinnvoller sogar, ne? Jede Runde einen mehr regenerieren, egal ob man zaubert oder nicht, ne? Ja, Charisma. So, Charisma. Entweder das brechen. Oder aber die Armbrüste jetzt auf 16 bringen. Genau. Damit man hier Meisterschütze werden kann. Genau, das wäre natürlich auch was, ne? Genau, 900 Punkte für Meisterschütze. Dann kann sie nämlich auch schießen. Ja, genau, dann machen wir das so. Und was wolltest du nochmal? Du sparst auf den Dreifachschuss. Und du sparst auf was nochmal? Und durch erhält einen Bonus auf seine Initiative und die durch misslungene Spezialattacken entstehenden Mali auf Parade und Ausweichen werden verringert. Okay. Nein, du solltest den Hammerschlag machen. Da musst du sparen drauf. 344. So, und du sparst, glaube ich, auf den Pfeilhagel, ne? Ja, genau. Gut. So. Jetzt haben wir die dran gelassen. Was sagst Ihr du denn jetzt? Ich glaube doch nicht, dass ich euch noch etwas verkaufe. Tja. Effendi? Ich brauche auch von dir nichts, ne? So, wir haben die Ballester hier. Wir haben einen Langbogen. Ich glaube, fast den Langbogen kann ich echt loswerden jetzt. So. Und ich brauche keine zwei Eisenklauen. Die kann ich auch loswerden. So. Und hier haben wir noch einen Lederhelm. Und diesen Karimhelm. Jetzt müssen wir gerade nochmal gucken. Du trägst einen Lederhelm. Du trägst eine Kaftanhaube. Du könntest eigentlich auch einen Lederhelm tragen. Der wäre zumindest für dich, glaube ich, besser, ne? Was hat denn der? 10 gegen gewöhnlichen Schaden und das war's dann, ne? Okay, und du hast 10 und nochmal 10 gegen Schwertschaden. Ja, komm. Dann kriegst du das und die Kaftanhaube können wir verkaufen. Genau.
Ja. Du trägst ja immer noch das Ding, so. 10 gegen mehr Stichschaden und 10 gegen mehr. Aber das gehört zu dem dazu, ne? Mit Brigantia. Brigantia und Gladiatorenhandschuhen. Okay. Können wir eigentlich beides verkaufen auch. Effendi? Ja. Ja. Oh, da ist noch ein Kriegsgürtel mit 4 Taschen. 50 kostet der. Okay, also so viel sind mir die 4 Taschen auch jetzt nicht wert. Du hast 3 Taschen. Du hast 4. Du hast 2. Du hast 2. Also so viel sind die mir nicht wert. Habe ich jetzt wieder weniger als... Gut, habe ich keine. Keine Sachen hier mehr. Alles klar. Gut. Also hier haben wir zumindest mal diese Armbrust gekriegt. Gut. Sehr schön. Waren wir in Festina eigentlich schon mal? Lamia ist wieder zurück, aber sie ist nicht mehr sie selbst. Das kann nichts Gutes bedeuten. Okay, aber sie ist nicht mehr sie selbst. Sucht ihr ein Bett? Nein. Jeder. Wir suchen eigentlich nur einen Heiler, damit wir unsere Wunden loswerden können. Ich glaube, es gab in Kuoris oder in El Halem. Ich glaube, in El Halem gab es jetzt ein wunderschönes Haus hier. Genau. Raya mit euch, Gladiatoren. Ein Raya-Tempel. Da gehen wir nochmal schön rein. Aber leider sind die Wunden noch Was da. Was ist denn? Ja, macht mir die Wunden bitte noch weg. Danke. Okay, dann haben wir das auch. Und dann speichern. Genau. 3, 14. 14 habe ich gesagt. 14. So. Ich wollte noch. Also in Istina war ich auch gewesen. In Duja war ich gewesen. Benivilla, ich glaube, ich war eigentlich überall gewesen jetzt. Gut. Was sagen denn jetzt noch meine Quests, ne? Laufende Quests. Den Chorspieß. Keine Ahnung, wo ich vom Chorspieß noch was kriegen sollte. Gift und Schnecken. Fex. Sprecht mit Kapi... Ach so, da muss ich da hin. Okay, Telemachies. Tötet oder fangt Telemachies Äffchen. Benivilla. Okay, da muss ich nochmal nach Benivilla gehen. Okay, gut. Also, irgendwie ihr Äffchen muss ich fangen, ne? So, dann muss ich mir halt auch mal sagen, wo das Äffchen ist, ne? So. Ach, da direkt daneben ist das Quest. Alles klar, gut. Also dann, haben wir hier alles eingetragen ordentlich. Genau, dann fangen wir nochmal das Äffchen ein, ne? So. Damit dieses Quest auch fertig ist, ne? Wo ist denn das Äffchen? Ach, das ist das Äffchen. Okay. King Kong. Ach, ein Riesenaffe. Wie schön. Soll ich den fangen? Tatsache irgendwie. Ich würde ihn einfach erschießen oder so, ne? Nicht fangen. Jawohl. Ja, du kannst mal darüber gehen. Ich glaube, du bist die schnellste von allen.
Okay. Der läuft da lang. Ist im Prinzip die Frage, ob du jetzt eine Mauer hier hinten irgendwie hinmachen kannst, ne? Irgendwo musst du eine Mauer hinstellen. Zwei Felder für drei Runden. Eins, zwei. Gut. Du kannst bis dahin rennen. Jetzt? Nee. Aber dann gehst du mal dahin. So. Daneben. Gehst mal an den Hebel. Ah, jetzt kommst du natürlich zurück wieder. Verdammt. Du sollst aber nicht zurück, ne? Die nächste Wand. Ach so, er kann immer nur eine Wand machen, okay. Schießt von dort. Yep. Daneben. Oh. Ja, alles klar. Danke. Kann ich dich heilen? Okay, damit bist du zumindest schon wieder mal geheilt. Kommt nicht durch. Du wartest ab. Kommst auch nicht durch. Ach so, die Barriere, ne? Weg hier. Und jetzt?
1, 2, 3, 4, kann er gehen? 1, 2, 3, 4, okay, das heißt, er muss eigentlich dahin gehen, damit er die Winde genau in dem Moment erreichen kann. Kriege ich ihn dort? Nee. Passt das jetzt eigentlich? Passt, glaube ich, nicht so ganz, ne? Mal schauen, ob ich ihn jetzt damit einfangen kann. Oh nee, ich habe ihn getötet. Oh, das ist blöd. Ich habe ihn getötet damit. Ich hätte ihn nicht beschießen dürfen, ne? Okay, dann müssen wir es nochmal machen. Kriegen wir wahrscheinlich jetzt gleich Ärger von Telemache, ne? Und? Das Biest ist tot. Oh. Und mein Azulo? Der hat überlebt. Davon abgesehen war er keine Hilfe. Das ist er nie. Hier, das sollte euch für die Mühen entschädigen. Okay. 10 und Dukaten. Okay, wir können ja mal abspeichern. Unter 13, 15. Hatte ich jetzt das schon vor 10 Minuten, ne? Hat der Kampf 10 Minuten gedauert? Ja. Können ja nochmal gucken, ne? Letzter Kampf. Ja, dann machen wir noch, laden wir mal letzter Kampf neu. Genau. Dann wollen wir noch mal gucken, dass wir ihn nicht beschießen. Dass wir ihn nur einfangen, ne? Okay. Okeli dokeli. So, also. Du kannst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder gehen. So. Dann gehst du mal darüber. Und du gehst darüber. Jawohl. Und das ist der, ne? Und dann gehst du dahin. Dann ist die Frage, kannst du irgendwie so hingehen und dann hier hinten irgendwie eine Barriere machen? Ach, scheiße, wo kannst du die alle hinmachen? Ach, nur hier vorne oder was? Ach, scheiße, da muss der da durch, ne? Gut, dann musst du erstmal so. So, du ladst hier runter. Hier ran. Oh, jetzt kommt er ja alle darüber. Meine Güte. Hä? Ach so, das ist Aurelia. Ah. Okay, gut. Dann läufst du jetzt mal bis hier hinten zum Hebel und wartest. Du gehst so hin und machst jetzt mal eine
Das ist so klar, ne? Komm. Boah, 20. Scheiße. Jetzt liegt er, okay. Gucken, ob er die Lust verliert. Ja. Der ist trotzdem tot, oder was? Aber man muss ihn genau fangen, oder was, ne? Okay. Das machen wir nochmal. Also man muss ihn wirklich genau fangen, scheinbar, ne? Nur dann geht's, ne? Also, nochmal. Also das kriegen wir schon noch hin, ne? Letzter Kampf. Laden. Diesen Affen will ich doch nochmal jetzt genau fangen. Also ich will einfach sehen, was passiert. Wenn ich ihn genau fange, ne? Ob die dann mir besonders dankbar ist, ne? So. Das heißt im Prinzip nämlich wirklich, der muss... So, also der ist auf jeden Fall schon mal so... Ich muss mich da irgendwo hinstellen, dass der mich da anders erwischt, ne? So. Zwerg. So, du kannst schon mal unten rumgehen. Mal gucken, ob das was... Ach, das ist klar. Es kommt da unten rum. Alles klar. Na gut. Dann, gehen wir so rum. Och, warum kannst du denn das nicht? Das ist lästig. Ah, jetzt geht er auf den Magier. Ja, dann gehst du jetzt mal dahin. Und du latscht hier rüber. Bin ja mal gespannt, wenn du jetzt... dorthin gehst. So. Komm doch her, Äffchen.
es läuft da drumherum. Gut. Okay, jetzt muss ich den Punkt genau fixieren, ne? Es ist genau, der ist genau ein... Na, drumherum, okay. Also das da ist der Punkt, ne? Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie hinkommen, dass er sich genau auf den Punkt da in der Mitte stellt, ne? Wenn du dich dahin begibst, das ist der Punkt, die Eckchen hier zumachen. Also das hier ist alles Gitter, ne? Gut, das heißt, das ist kein Gitter mehr. So, jetzt brauchen wir wieder eine Zauberwand. Dann stellst du dich dorthin. Du stellst dich dorthin. Du stellst dich nicht dahinter, sondern ja, du kannst dich mal dahin stellen. So. Boah. Lauf doch nicht. Jetzt läuft immer ihr hinterher, okay? Lauf doch nicht. Ja gut, wenn er jetzt ihr hinterher läuft, okay? Dann, ja gut, du bleibst dort stehen. Na gut, dann musst du jetzt mal woanders hin. Dann stellst du dich... Da muss es Feld... Da ist er, ne? Dahin. Stellst du dich dahin. Stellst dich dahin. Du wartest. Im Prinzip kann sie sich dann dahin stellen. Und dann kann er genau runterkommen. Dann musst du dort die Gitter hinmachen. Also, so und so. Okay. Und du stellst dich jetzt so. Und kannst immer noch rausgehen gleich. Ach. Ist er jetzt richtig drin? Nein, ist er nicht. Ach, scheiße, der braucht ja trotzdem so viel Platz, ne? Kann ich, ja, wenn ich ihn jetzt fallen lasse, dann war's das, ne? Im Prinzip musst du. Wo steht er denn jetzt eigentlich, ne? Sie muss eigentlich dahin, damit er genau einen Schritt hier rüber geht, ne? So.
kannst du nochmal dein Feld machen. Dahin, so. Muss er jetzt nochmal? Er muss einfach nur ein Feld nach da gehen, ne? Dann nach da gehen. Wie rum denn jetzt? Ist der genau? Passt der genau? Ne, das sind... Ja doch, das passt doch, ne? Ein nach... Ja, einen so, ne? So rüber, ne? Einen so rüber, ne? Das genau dahin muss sie, ne? Genau. Also gehst du dahin. Du wartest. Du auch. Du auch. Du auch. Ey, warum... Kannst du nicht mehr gehen? Jetzt kannst du gehen. So. Zack. Zack. Jetzt kriegst du nochmal Heilung. So, wunderbar. Bist du wenigstens voll? Du haust ab. Du haust ab. Du wartest. Du auch. Du auch. Du auch. Okay, und jetzt stehst du genau mittig, ne? Und gefangen. Und da gibt's doch gleich mal 50 Abenteuerpunkte für. Sehr schön. Dann nehmen wir doch das hier. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Da muss er doch bestimmt jetzt freundlich zu uns sein, ne? Und? Das Biest ist gefangen. Wir haben das Biest gefangen. Hoffentlich ist die Belohnung die Mühe wert. Da bin ich sicher. Und mein Azulo? Der hat überlebt. Davon abgesehen war er keine Hilfe. Das ist er nie. Hier, das ist die Hälfte des Preises, den die Arena mir für das Äffchen zahlen wird. Okay, und wir möchten was lernen. So, kannst du irgendwas lernen? Du kannst sogar Balsam Salabunde lernen sogar, ne? Okay, aber können wir später was lernen. Kannst du noch irgendwas lernen hier? Eigentlich nicht, ne? Kennen wir alles schon, ne? Zorn der Elemente hast du auch. Gradium Zauberschild erschafft eine magische Zauber, die vor magischen Angriffen schützt, ne? Na gut, damit haben wir es jetzt geschafft. Hoffentlich. Und 150 Erfahrungspunkte, das ist schon mal gut. Damit kommen wir wieder weiter, ne? Okay. Und das speichern wir jetzt auch ab. Jetzt können wir den hier nämlich überschreiben. Perfekt. Haben wir den Affen nämlich ausgetrickst. So, Giftschnecken, Chorspieß, Kilegis Unschuld, ne? Ist das in Benny, auch in Benny Vila oder was? Ah ne, da bin ich gerade. Ja, dann wollen wir weitermachen. Schauen wir doch jetzt mal. Auch mal in Mengen Villa vorbei.
glaube, im Alchemistenviertel gab es auch noch mal was, ne? Hier drüben. Was gibt es? Ach so, der wollte noch die Schnecken haben, ne? Und was bei dir? Gar nichts. Bis später. Stadtzentrum. Kurtisanenviertel. Ich habe zwar diese eine Quest bekommen, aber es gibt nirgendwo, wo ich weitermachen kann, ne? Der sagt mir, ich soll zum Alchemistenviertel gehen. Und Alchemistenviertel sagt, ich soll zum Stadtzentrum gehen. Und das Stadtzentrum sagt, ich soll zum Traumkrautviertel gehen. Okay. Ja. Und ich sag mal, ich verlasse das jetzt. Werde mich mal kurz ausruhen. Damit sind wir wieder voll. Gehen zurück nach Mengbilla. Speichern nochmal ab und dann, sag ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, dann werde ich wohl das Schiff besteigen müssen, um jetzt mal Schnecken zu sammeln. Also, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal, sagt der Captain.